Mein Name ist Daniel. Ich habe durch eine Knochenmarkspende eine zweite Chance erhalten. Diese will ich jetzt auch durch die DKMS nutzen. Mein größter Wunsch ist es, Tätowierer zu werden. Ich habe wirklich noch das eine Bild vor Augen, wo ich in der Wanne in kochend heißem Wasser saß, gefröstelt habe. Der war immer kalt und das Wasser war heiß kochend. Ich konnte nicht mal mit meiner Hand da reingreifen. Und dann habe ich gedacht, das ist nicht mehr normal. Leukämie zieht sich durch den ganzen Körper und somit fühlt man sich selber komplett entfremdet. Ich kenne mich da gar nicht wieder. Für mich warst du immer schön. Daniel wird die zweite Chance nutzen. Der wird nie aufgeben. Das war erste Tage nach Chemo. Oh Gott. Du wolltest immer was Deftiges essen. Ja. Weil du hast immer gesagt, ich schmecke nicht. Das schmeckt alles nach Metall. Ja. Alles gleich. Du wolltest immer Pommes mit viel Gewürzen. Daniel hat mir noch mal gesagt, dass man inzwischen gar nicht mehr Knochenmark spenden muss. Das war mir tatsächlich neu. Man kann in diesem Moment wirklich nicht glauben, dass das A, Stammzellen sind und B, dass das wirklich jetzt so einem das Leben retten kann. Einfach ein Set bestellen bei der DKMS, Mund aufmachen, Stäbchen rein und Spender sein. Und im besten Fall hast du damit auch noch ein Menschenleben gerettet. Dann ging alles echt Schlag auf Schlag. Also irgendwann hieß es, wenn alles gut läuft, dann bist du in 2 Wochen hier raus. Schon allein der Weg vom Krankenbett bis ins Auto war ja schon richtig anstrengend jedes Mal. Du konntest auch kaum laufen, ne? Das war sehr schwer für dich. Also letztendlich wird man ja auch neu geboren. Man durchlebt jeden Prozess neu. Ich musste tatsächlich wieder das Gehen lernen. Die Haare wachsen einem neu, man hat so einen Babyflaumen. Das ist quasi wie eine neue Geburt. Mit dem Hinblick darauf, wie man sein altes Leben verbracht hat, möchte man natürlich auch diese zweite Chance nutzen. Ja, ich bin schon etwas aufgeregt. Ich bereite gerade einen Stencil vor, damit wir den Kunstarm nachher tätowieren können. Das wird mein allererstes Mal sein, dass ich auf so einen Kunstarm tätowiere. Wir müssen das schon perfekt machen, sonst wird es nichts mit dem Tätowieren. Gerade wenn es ein Handtattoo ist, das muss perfekt sitzen. Also erstmal grob drauf. Nicht grob, direkt drauflegen, da wo es hin soll. So schön halten, ein bisschen halten, ne? Weil dein Stencil geht hier lang und hier hin. Ja. Ich weiß nicht, ob es was wird, ob er es hinbekommen wird. Wir haben nämlich nur noch 2 Wochen Zeit. Es gibt viel, viel Arbeit. Der braucht nämlich für alles noch unheimlich lang. Mach die Linie nochmal weg, zieh die nochmal neu. Ja. Weil du musst damit tätowieren mit den Linien. Und hier, die ist auch zu dick. In diesem Moment habe ich einfach alles ausblenden können, weil der erste Schritt zu meinem Traum wirklich wurde. Wir werden es sehen, ob mich das Design auch zufriedenstellt, dass ich es zulassen werde, dass das überhaupt auf einen Menschen gestochen wird. Ich bin gespannt.